Ja, manchmal ist meine Welt überhaupt nicht bunt, aber ich versuche sie mir bunt zu machen, weil es mich fröhlich macht. Und dann ist meine Welt bunt. Wenn ich Farben in die Welt bringe, bin ich glücklich. Also man hat halt eine Stelle, die einem auffällt, die einem irgendwie interessiert. Das kann ein Stromkasten sein, das kann auch ein Schornstein sein oder whatever. Und dann überlegt man sich, was da gut drauf passt. Und da gibt es ja nicht so eine exakte Beschreibung, wie das immer ist. Das hängt immer ab vom Fall zu Fall. Auch wenn es spontan ist, gibt es ja auch oft, was für Mimiken am besten passen könnten, in was für einer Stimmung man sich selber auch befindet. Deswegen ist auch jedes Werk auf der Straße was ganz Eigenes, mit seiner ganz eigenen Dynamik, die so auf diese Weise nirgendwo anders stehen könnte.